Hallöchen, ihr Lieben. Ich melde mich jetzt hier mal ganz live vom Jakobsweg. Heute ist der Tag 6. Ja, ich genieße es gerade hier in meiner Unterkunft am Hotel. Es ist echt wunderschön. Also das Beste erstmal nach dem Jakobsweg, also nach dem Laufen, die heiße Dusche. Es ist so schön. Ich fühle mich jetzt wieder so wie ein neuer Mensch. Schaut mal, gewaschene Haare, frisches T-Shirt an. Frische Klamotten, die Sonne ein bisschen, aber es ist warm halt, aber nicht mehr so heiß. Es ist einfach, es fühlt sich so, so toll an. Habe ich mir hier erstmal Wasser gekauft am Hotel. Das Zimmer ist so schön. Ich habe Wäsche gewaschen, ich konnte es sogar aufhängen auf dem Wäscheständer. Also das ist einfach nur richtig, richtig cool. Heute waren es ca. 24 Kilometer und wir waren ca. 8 Stunden auf den Beinen. Genau, wir sind um 8 Uhr losgelaufen in Lugo und sind jetzt hierher gelaufen. Oh Mensch, jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie das Dorf heißt. Aber halt 24 Kilometer. Immer wieder Pausen gemacht. Ich bin am Anfang ziemlich schnell gelaufen, weil es war so nieselig. Und es war irgendwie jetzt auch nicht so schön. Und ich wollte einfach los und bin ganz viel dann auch für mich alleine gelaufen. Und ich will nämlich gerade das Video ein bisschen nutzen, um eure Fragen zu beantworten. Ich habe bei Instagram einen Fragensticker gepostet und ihr konntet mir Fragen stellen. Und ihr habt mir 12 Fragen gestellt innerhalb von ein paar Stunden. Also vielleicht kommen bis morgen noch weitere Fragen und die will ich jetzt nach und nach beantworten. Und deswegen habe ich jetzt hier auch erstmal einen Zettel mir aufgeschrieben mit den ganzen Fragen. Genau, und eine Frage war, ob wir in der Gruppe laufen oder einzeln oder wie das ist. Und ich bin ja jetzt mit der Community von Calvin Hollywood hier beim Jakobsweg, die 10 Tage, den Camino Primitivo. Und es ist ja jetzt mein Business Coach. Und ja, wir sind alles entweder ja, bei ihm in seiner Academy und haben da so ein Herzensthema, Herzensbusiness, wo wir eben ja, dazulernen, wachsen und da ganz coole Dinge machen. Und es war eben eine Möglichkeit, mit ihm da mitzugehen. Und er hatte mich mal gefragt und ich habe dann so überlegt und dachte, oh Mann, weil ich finde die Community richtig cool und das, was er macht, wie er es macht und so, es macht mir immer richtig viel Spaß und gibt mir Energie und bringt mich in Action. Und ich habe voll viel gelernt und auch schon voll viel ja, umgesetzt dadurch, bin dadurch gewachsen und so. Und da gab es jetzt einfach die Möglichkeit, da mitzugehen. Und dann dachte ich zuerst, naja, ich bin irgendwie gar nicht so die Wanderin halt. Und jeden Tag wandern und so viel Kilometer, das schaffe ich ja gar nicht. Und vor allen Dingen, das müsste ich trainieren. Und da habe ich eigentlich gar nicht so Lust, weil ich halt wirklich nicht so gerne wandere. Und dann hat mich das aber nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich gedacht, nein, was kann es Besseres geben mit dem Calvin und den anderen Leuten, die alle halt auf dem Weg sind, auch ein positives Mindset und sich da halt einfach immer wieder weiterbilden und dass wir uns gegenseitig stärken, unterstützen und motivieren. Das ist einfach richtig, richtig cool. Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich mit. Das ist einfach richtig geil. 10 Tage in Spanien mit der Community. Und jetzt ist es so, dass wir morgens meistens zusammen loslaufen. Entweder wir fahren noch ein Stück mit dem Taxi oder so, oder wir laufen gleich los. Und dann tut sich das alles von alleine regeln. Manchmal ist es einfach, manche laufen dann zu dritt, manche laufen zu viert, manche laufen alleine. Und ich laufe manchmal mit anderen zusammen los, zu zweit, zu dritt, zu viert. Das ist ja richtig unterschiedlich. Ja, heute Morgen, wie gesagt, im Nieselregen war ich da total alleine. Die anderen waren noch in der Stadt, manche waren schon voll vor mir, die sind gleich voll los. Ich bin irgendwo noch auf die Toilette, wollte mich jetzt aber auch nicht hetzen lassen und so. Und dann dachte ich, ja gut, dann gehe ich halt später. Oder ja, genau. Und dann dachte ich eigentlich schon, ich bin die Erste, weil ich es gar nicht mitgekriegt habe von den anderen. Und dann war ich aber dann doch nicht die Erste. Wir sind insgesamt jetzt 12 Leute. Und bei 12 Leuten, wenn jeder so sein Tempo geht und auch nach seinem Gefühl schaut, etc., dann ergibt sich das halt manchmal von alleine. Manche sind langsamer, manche sind schneller, manche machen mehr Pausen, manche weniger. Bei mir ist es manchmal so, ich laufe voll gern auch sehr schnell, also ja, über 5 km/h oder 4,8 oder so, obwohl es halt viele Höhenmeter sind. Das waren jetzt echt viele Höhenmeter schon die letzten Tage.
Tag 1 bis 5, wir hatten, ich glaube, 400, dann 500 oder 700, ich weiß schon gar nicht mehr. Dann über 900 und heute hatten wir fast 400 Höhenmeter und die Höhenmeter, naja, heute hat man sie gar nicht so gemerkt, weil die so immer wieder ein bisschen waren halt. Ja, und manchmal spüre ich dann auch in mich rein oder merke dann gerade, oh, jetzt habe ich gerade eigentlich keinen Bock mit irgendjemandem mich auch zu unterhalten oder so und dann gehe ich einfach für mich alleine. Und bisher habe ich jetzt auch, ah doch, ich habe auch schon mal Podcast oder einen Hörkurs selber gehört. Sowas, aber sonst mache ich mir eigentlich auch nicht viel auf die Ohren oder so. Das könnte ich ja auch immer machen, weil ich meine, wir laufen ja den ganzen Tag. Manchmal sind wir 10 Stunden nur am Laufen, ne? 10 Stunden. Mit Pausen dann machen, immer wieder zwischendurch. Und ja, genau. Ja, das war so die erste Frage. Also immer mal wieder zusammen, ganz unterschiedlich. Und das Schöne ist halt echt, jetzt gerade da in der Community, dass sich das von alleine regelt. Man muss nichts abstimmen. Manche kommen dann 2 Stunden später am Hotel an, weil sie einfach heute Morgen zum Beispiel noch Fotos gemacht haben in Lugo. Also richtig cool, ne? Ich bin jetzt hier schon, kann chillen, ich kann das Video hier aufnehmen. Manche gehen dann zum Supermarkt. Also das regelt sich total. Genau. Ja, jetzt gucke ich gerade mal zu euren Fragen. Und zwar einer hat gefragt, ob man die Unterkünfte im Voraus buchen muss. Also ich glaube, wenn man richtig früh schon bei der Unterkunft ist, nachmittags oder so, und dann auch keine Präferenzen hat, dass man unbedingt das oder das oder das will, oder die Nobelhütte oder weiß ich was, dann kann man es bestimmt machen. Ja. Aber ich bin jetzt auch natürlich nicht so die Jakobs-Weg-Expertin. Da könnt ihr gerne mal beim Peter Kirchmann vorbeischauen. Er macht den Jakobsweg schon seit, ich glaube, über 30 Jahren, ist er Experte und hat da auch einen Podcast etc. Da könnt ihr mal reinhören. Genau. Und ihr könnt aber sonst auch, wenn ihr schon so bestimmte Kilometer wisst, was ihr pro Tag halt machen wollt oder so, dann könnt ihr das schon auch im Vorfeld buchen. Das geht auch. Weil dann ist es auch ganz cool. Dann ist es nämlich ganz egal, wann ihr halt abends ankommt, um 6, um 8 oder weiß es ich, dann könnt ihr euch einen ganzen Tag Zeit lassen und dann habt ihr lässig die Unterkunft. Und wenn die wirklich am Weg ist, das ist halt auch cool. Nicht, dass die dann nochmal 5 Kilometer weiter weg ist vom Weg. Das ist dann ein bisschen blöd. Und ich spreche jetzt ja gerade hier nur vom Camino Primitivo und ich habe jetzt alles vorgebucht. Ich bin jetzt gar nicht in der Situation, also ich kann das auch gar nicht richtig sagen, sondern das müsste man dann nochmal genauer checken, vielleicht gerade beim Peter oder in Foren oder so oder dann auch, je nachdem, wann ihr lauft, ne, welchen Jakobsweg, das kommt ja dann auch immer so drauf an. Genau, und sonst kann man auch oft was buchen und dann 3 Tage vorher stornieren oder so. Genau. Ja, eine Frage war keine Frage, aber ganz viel Respekt. Also das ist auch richtig cool. Ich bin auch echt wahnsinnig stolz auf mich. Vor allen Dingen, weil mir jetzt echt nichts groß wehtut. Ja, man nicht mal meine Hüfte. Manchmal habe ich die ein bisschen gemerkt, dann habe ich sie mit Tigerbalsam eingeschmiert, weil ich das halt als kleines Dösle hatte. Das ist nicht viel Gewicht und so. Ja, ich dehne ein bisschen. Viel dehne ich eigentlich auch, ehrlich gesagt, nicht. Meine Fußsohlen, die tun mir schon weh. Jetzt ist schon und abends massiere ich die ein bisschen, tue sie eincremen und so weiter. Und ich wechsle wirklich sehr, sehr viel Socken. Also das ist schon, weil sonst laufe ich in nassen Schuhen, das ist voll. Und dann kriege ich noch mehr Blasen. Also das geht halt überhaupt nicht. Und eine hatte ich schon, da war ich auch echt genervt, aber es war bisher nur eine. Und jetzt mache ich mal kurz eine Pause. Jetzt geht mal mein Video weiter, Teil 2. Und zwar eine Frage war, ob viele Muschelzeichen zu finden sind. Und zwar Muschelzeichen sind, nach denen der Weg quasi ausgeschrieben ist. Und ja, das sind überall Muschelzeichen. Also manchmal vielleicht kurz mal nicht oder so, aber eigentlich sind die immer da. Trotzdem ist es schon cool, die Route auf dem GPS zu haben. Also auch offline, ich habe halt die Komoot-App und da könnt ihr auch mal gern gucken. Und in dem Video verlinke ich hier auch einfach mal meinen Komoot-Account. Und jetzt seht ihr hier, guck mal, hinter mir im Pool ist jemand, das ist sogar auch ein Pool in dem Hotel. Also ja, aber trotzdem ist es wirklich nicht schlecht, dass man wirklich auch weiß,
kommt man im Dorf vorbei, kann man irgendwie Wasser auffüllen, ja, weil wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, braucht man so viel Wasser und das ist dann schon schwierig und manchmal ist halt echt nichts und es ist auch schwierig, bei Google Maps oder so findet man da nicht wirklich was. Im Notfall kann man immer am Haus auch die Leute fragen, ob sie irgendwie Wasser haben, ne? Also wirklich im Notfall. Aber Essen ist auch immer gut, wenn man irgendwie was dabei hat, weil ja, wenn dann halt gar nichts unterwegs ist, wir brauchen schon Energie, ne? Wenn wir so viele Kilometer laufen, ist echt wichtig. Dann war noch eine Frage, ob ich mir bewusst Zeit nehme für mich oder ob es unbewusst geschieht, also Zeit nur für mich. Und zwar, das ist schon einmal so, dass ich schon bewusst in mich hinein fühle oder spüre, dass ich das dann schon merke, wenn ich jetzt alleine laufen möchte und vielleicht einfach mal meinen gedankenfreien Lauf haben möchte oder ich über ein Thema nachdenke oder ich merke dann einfach auch, ich möchte gar nicht jetzt mit irgendjemandem reden oder so und dann nehme ich mir wirklich Zeit für mich alleine. Entweder ich mache alleine eine Pause. Oder ich laufe einfach los, ich laufe schneller, ich laufe langsamer und dann ergibt sich das von alleine. Genau. Und da passt auch nochmal sehr gut eine Frage. Und zwar die Frage, ob ich mir ein bestimmtes Thema auch mitgenommen habe auf dem Jakobsweg. Das habe ich jetzt gar nicht. Weil ich habe jetzt nicht seit Jahren überlegt, dass ich unbedingt den Jakobsweg laufen möchte. Ganz und gar nicht. Das war ja bei mir anders, sondern ich bin ja von Calvin wirklich gefragt worden, ob ich mitgehen würde, weil das wäre ja voll was für mich, hat er zu mir gesagt. Und da war ich ja ganz plötzlich in der Situation, da mitzugehen. Und alleine, ich hätte es niemals jetzt gemacht. Früher hätten, oder haben mich auch schon Freunde ein paar Mal gefragt, ob ich mitgehe zum Jakobsweg. Und ich so immer wandern, nee, lieber Fahrrad fahren oder sonst wo reisen. Ja, aber ein Jakobsweg und wandern und so, das will ich nicht. Und dann war es ja eine ganz andere Situation. So, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wir waren ja bei der Frage, ob ich mir bewusst ein Thema mitgenommen habe. Also das habe ich nicht. Aber wenn ich so mir bewusst Zeit für mich alleine nehme, dann merke ich schon, oder ich reflektiere mich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel. Ich habe auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung gelernt, wo ich ja auch einfach viele Menschen auch schon begeistern und inspirieren etc. Auch durch meine Community, die Facebook-Gruppe und die ganzen Community-Treffen, die ich organisiert habe und jetzt auch Menschen beim Alleinereisen eben unterstütze. Und das kommt dann von alleine. Also gestern bin ich auch viel alleine für mich gegangen. Da habe ich dann auch gemerkt, ah, da ist was, wo ich hingucken könnte und da habe ich mich reflektiert. Und da ist irgendwie ein Thema gekommen und ja, das tut dann auch richtig gut, dann eben, wenn ich die Zeit so für mich nehme. Und was halt das Schöne ist, dass ich dann aber auch, wenn ich dann 2 Stunden später oder in irgendwie einer Emotion bin, dann irgendwann wieder plötzlich jemanden von unserer Gruppe finde, mit dem ich dann halt einfach oder mit ihr, wo ich drüber reden kann, ja, wenn ich möchte. Dann kann ich es teilen oder ich kann teilen und das ist einfach echt. Das ist echt mega, ja. Einmal halt mit den Emotionen und das zweite, ja, dass ich es teilen kann. Und dass eben die Menschen sich auch alle mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Also das ist halt einfach das Geilste. Das ist echt richtig cool. Genau. Jetzt schaue ich gerade nochmal auf meinen Zettel. Genau, also eine Frage war noch, ob die Barriere oder ob die Unterkünfte barrierefrei sind. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Weil ich das natürlich jetzt nicht brauche, ne? Und da ist es halt auch immer wichtig, ne? Man kann auch nicht jeden Jakobsweg vergleichen, sondern jeder ist bestimmt anders. Jetzt Camino Primitivo, also da am besten immer bei Booking wirklich das schauen, was du gerade brauchst, ja? Das ist ganz wichtig. Ob es am Weg ist, ob es die Anforderungen entspricht. Was du brauchst. Ich habe das auch alles gemacht natürlich, oder vielmehr beim Buchen habe ich mir einfach überlegt, was gefällt mir, wo will ich hin, und es gab da auch Vorschläge von Peter, der hat da uns das organisiert und das war schon mega, sich da ranzuhängen, weil dann habe ich nicht alles mir an Infos zusammensammeln müssen. Also das war eine ganz, ganz tolle Erleichterung. Aber dann gab es halt ein paar Vorschläge und dann habe ich einfach
ja, ist einfach ausgesucht, was ich wollte. Genau. Und dann noch eine Frage, wie schaffe ich es die ganze Zeit so frisch und unverschwitzt auszusehen? Naja, ich schwitze oder auch die anderen, wir schwitzen wirklich alle die ganze Zeit. Und dann bei der Sonne müssen wir ja auch irgendwie eine Sonnenhutbedeckung oder Sonnenbedeckung oder Kopfbedeckung nehmen. Und ja, die Cappy, das macht ja dann auch, da schwitzt man ja dann auch unter der Cappy und so. Also das geht dann gar nicht anders. Aber dann kommt halt irgendwann wieder der Wind und die Natur trocknet dann wieder das T-Shirt oder so. Das ist dann halt auch ganz cool. Und ja, jeden Abend halt die Sachen auswaschen und dann trocknen und dann hoffen, dass es am nächsten Morgen ja trocken ist. Ansonsten darf es dann im Rucksack einfach gebunden werden zum weiteren Trocknen. Genau. Ja, und sonst halt einmal die Haare ausschütteln oder so. Naja, und sonst einfach kämmen, in der Luft trocknen lassen. Manchmal, wenn es ganz kalt ist, hole ich mir auch einen Föhn. Da frage ich im Hotel nach, wenn der nicht im Zimmer liegt. Das geht dann auch immer. Genau. Dann habe ich Muskelkater. Das ist wirklich erstaunlich. Ich habe irgendwie gar keinen Muskelkater. Klar, ich habe sehr viel trainiert, ne, weil ich hatte sehr viel Respekt vor den ganzen Kilometern. Und das ist auch richtig, richtig wichtig, ne? Weil jeden Tag 25 Kilometer mit 900 Höhenmetern oder so, oder ich glaube einmal waren es auch 27 Kilometer, ja, das geht ja gar nicht. Und wenn man das nicht trainiert hat, dann ist das ja nur eine Qual, wenn einem dann irgendwas voll wehtut und Blasen und man dann nicht weiß, wie und was. Und die Vorbereitung, da muss ich wirklich sagen, Vorbereitung war dafür so gut, dass ich halt meine Befindlichkeiten gemerkt habe, auf was ich achten darf, ja. Und dann kann ich da viel besser umgehen und habe halt viel mehr Spaß und Freude daran. Und das ist richtig cool für mich, ja. Dann noch die letzte Frage. Wie lerne ich es, mit sehr wenig Sachen zu reisen, wenn man eben gewohnt ist, die ganze Bude mitzunehmen? Ja, also da habe ich jetzt ja, verschiedene Gedankenansätze. Einmal, naja, du musst es ja alles schleppen, jeden Tag. Also ich habe ja einen Rucksack auf dem Rücken, wenn ich 10 Stunden auf den Beinen bin und 10 Stunden laufe, also inklusive Pausen, dann habe ich die ganze Zeit mein ganzes Zeugs für 10 Tage auf dem Rücken. Und deswegen ist auch die Packliste so minimal. Ja, wir hängen mit Wäsche, mit Büroklammern unsere Wäsche auf, weil es so wenig Gewicht dann hat. Und dann halt immer jedes Mal waschen, also nur 3-mal Unterwäsche, 3 T-Shirts so ähnlich und dann aber noch was Warmes, wenn es kalt wird, eine Fleecejacke und eine Jacke. Ich habe da auch ganz viel jetzt in meinem Hörkurs dann erzählt. Schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr meinen Hörkurs haben wollt. Den nehme ich gerade auf, kostenlos, und den verschicke ich dann gerne an dich. Da will ich dich einfach intensiver mitnehmen. Und ja, und ich denke, da ist halt auch Leichtigkeit ganz wichtig, ne? Oder dann auch zu schauen, ja, wenn du es gewöhnt bist, Schritt für Schritt, also einmal sich strikt an so eine Packliste zu halten, das wäre jetzt erstmal mein erster Tipp. Und dann zweitens, das ist auch das Coole hier, einfach mal im Minimalismus zu leben, jeden Tag. Wirklich sich im Vorfeld Wochen, Monate vorbereiten dafür, und ich habe alles in der Küchenwaage abgewogen. Ja, weil da kommt es dann drauf an, und da dann auch zu überlegen, brauche ich es wirklich und was gibt mir das jetzt und was kann ich noch loslassen? Was kann ich loslassen von den Dingen, vom Materiellen, und was kann ich vielleicht auch loslassen? Was will ich auch gedanklich oder ja, an Gewohnheiten loslassen auf dem Weg, ne? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, um mehr Leichtigkeit dann zu bekommen. Und ja, ja. Und da habe ich gerade noch mal ganz arg eine Idee. Schreib mir auf jeden Fall, wenn du da irgendwie auch begleitet werden möchtest von mir, weil ich jetzt gerade ja Menschen unterstütze beim Alleinereisen beziehungsweise bei der Vorbereitung, bei der Orga. Auch fürs Mentale so, was wünschst du dir für eine Veränderung, egal ob du jetzt auf dem Jakobsweg wandern gehst oder alleine reisen gehst.
Und wenn wir das halt zusammen erarbeiten, das ist halt ein richtig geiles Erlebnis und es macht richtig Spaß. Und es wird dann auch sicherlich bald so eine Gruppe geben, wo ihr euch dann auch austauschen könnt. Also da plane ich gerade was. Seid ja immer gerne ja, bei mir dran, bei Instagram. Ja, schreibt mir da einfach auch eine Nachricht, wenn du da mehr wissen willst. Weil ich plane da jetzt richtig coole Sachen. Ich habe halt hier auf dem Jakobsweg auch gerade viele Impulse, was ich machen möchte und wie ich es machen möchte. Und ich habe das ja jetzt schon so oft gemacht mit dem Alleinereisen. Und ja, das ist halt einfach so schön. Und das darf dann auch ganz easy und leicht sein, das eben zu machen. Und ja, genau, jetzt gucke ich gerade nochmal auf meinen Zettel. Genau, das waren die Sachen. Den Hörkurs, genau, schreib mir da auch gern einfach eine Nachricht, wenn du den haben möchtest. Und ganz wichtig auch noch, bald kommt auch mein Podcast raus. Da geht es dann auch viel ums Alleinereisen, um die Reise mit dir selber. Wie du eben auf der Reise dann auch, ja, zu dir selbst oder Zeit mit dir selbst verbringen kannst, dir Zeit nehmen kannst für Fragen zum Überlegen, was du so erleben möchtest auf deiner Reise, aber auch in deinem Leben, was du für eine Veränderung haben möchtest und ja, wie es auch wieder ist, aus dem Herzen heraus zu leben und coole Momente im Leben zu haben. Genau, das Leben darf einfach ja, leicht sein und Spaß machen. Jetzt sind zwei Leute durchgelaufen. Das ist aber einfach auch schön, ne? Hier einfach unter den Einheimischen zu sein, bei den Spaniern. Das mag ich total. Und für mich geht es ja nach dem Jakobsweg noch eine Woche nach Portugal. Da nehme ich euch auch ein bisschen mit bei Insta. Und ja, also, dann bin ich jetzt auch beim Ende. Wie gesagt, schreib mir eine Nachricht, wenn du mehr wissen willst über meinen Hörkurs. Oder auch über die Möglichkeit, mit mir im 1:1 weiterzuarbeiten oder dann in der Gruppe, was richtig geil wird, schreib mir einfach eine PN. Und bis bald, liebe Grüße und drück hier noch gerne auf die Glocke, auf das Abonnieren. Da freue ich mich ganz arg und du bist weiter auf dem Laufenden. Ciao!